So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 8 von League of Explorers mit der Class Challenge. Die letzten beiden werde ich jetzt spielen und dann haben wir alles durch. Und wir spielen gegen Skelisaurus Hex mit dem Schurken und bekommen den Gruftplünderer. Todesrüche und erhaltet eine Münze auf die Hand. Nett. 4 Mana, 5, 4, warum nicht? Kann man mal so machen mit dem Effekt zusammen. Gehen wir rein, spielen wir das noch. Und dann habe ich zum allerersten Mal tatsächlich ein Solo-Adventure komplett beim Start mitgemacht. Seid auf der Hut. Das ist ganz schön stark, die Karte. Baron Totenschwur. Weichen. Der Stab ist verflucht. Er hat den Astralen durch unsere Schutzzauber hindurch beschworen. Und jetzt stiehlt er alles. Nicht alles. Nur die wertvollen Stücke. Ihr könnt die Qualdier nicht aufhalten. Okay, das ist ganz schön mies. Die wilden Tiere geordnet an. Los geht's. Schauen wir, was er da hat. Oh, ist das wirklich alter Siegelring? Und sogar in hervorragendem Zustand. Reno, Bran, versteck die Artefakte. 2, 2, 4, 6 hätte er denn. Ja, dann machen wir das mal. Ihr könnt die Qualdier nicht aufhalten! Das ja gar nicht machen. Dann müsste ich ja noch. Fuck. Los geht's. Habe ich jetzt leider vergessen. Das ist eine starke Karte, Edwin van Cleef, wie ich finde. Zurück mit euch, ihr heutigen Landratten! Wie ein Eck. Würde jetzt immer noch nicht reichen. Nebel verschlinge euch! Noch ein Snake Trap. Muss jetzt was mit so spielen. Los geht's. Drei, das heißt, ich könnte die, das reicht wieder nicht. Baron Totenschwur. Eine Armee zum Leben! Elise, haltet ihn auf! Helsaxas Molode! Der Stab ist einfach zu stark, aber ich kann ihn eine Zeit lang aufhalten. Los geht's! Ja, ist doch gar nicht mal so schlecht mit Baron Totenschwur. So, jetzt können wir das, glaube ich, mal rausspielen mit RD. Mehr Verschluss. Ja,
würde ich sagen, spielen wir das mal aus. Ich werde den mal drauf gehen lassen. Lämmer zur Schlacht! Das. Das aus. Das wird einfach großartig. Muss ich mal gucken, ob das überhaupt noch reicht. Ich weiß es gar nicht. Reicht das noch, eine Karte auszuspielen? Die Bruderschaft wird siegen. 11-11. Bear Trap, der kann ich aber durchrocken. Ein Mad Scientist, jetzt war wirklich ganz schön viel ausgespielt, heilige Prüfung. Super. Meruvenek. Normalerweise arbeite ich allein. Eigentlich wollte ich da gerade was anderes machen. Alle miteinander. Na gut, hat ja auch so funktioniert. Wahrscheinlich noch eine Snake Trap gab. Na gut, haben wir uns die Karte geholt. Hofplünderer Schoko, müsste ich auch mal schauen, dass das Spiel. Na. Ja, das war's mit dem Schurken und dann würde ich sagen, geht's direkt weiter mit dem Magier. Nächste Folge. Ciao.